Hi Leute, mein Name ist Markus und gemeinsam mit Anna aus Neuseeland bin ich momentan mit meinem Auto auf einem Roadtrip durch die USA. Und jetzt viel Spaß! Jetzt sind wir 160 Kilometer weiter nach Kayenta gefahren und hier legen wir jetzt einen Stop ein. Wir sind an unserem nächsten Campground und der Campground ist der Parkplatz von einem Hotel und das Ganze liegt direkt neben dem Highway. Das schien uns heute etwas angenehmer, weil im Stadtzentrum sind die Corrections und es ist ein bisschen ungewohnt. Da wollten wir gerne ein bisschen Abstand haben. Ja, guten Morgen Leute. Ein neuer Tag beginnt mal wieder. Hier zu campen war kein Problem hinter diesem Hotel und wir machen uns jetzt auf den Weg und suchen uns eine bessere Location zum Frühstücken. Nochmal eine sehr übersichtliche Karte. Hier Richtung Norden geht's nach Utah. Wir sind gerade in Kayenta. Als nächstes kommt das Monument Valley. Und wenn wir da durchgefahren sind, sind wir an Four Corners, wo vier Staaten aufeinandertreffen. Monument Valley Navajo Tribal Park Welcome Center scheint eigentlich bis auf diese Karte hinter mir überhaupt keine Informationen zu enthalten, die irgendwie hilfreich wären. So, wir sind da, Monument Valley. Das Visitor Information Center ist jetzt noch 4 Kilometer entfernt. Um reinzufahren, muss man $20 zahlen für ein Auto mit bis zu 4 Leuten. Wir haben uns überlegt, machen wir nicht. So groß ist das Interesse auch wieder nicht. Wir fahren weiter. Ja, ich muss dazu sagen, es scheint etwas geizig, für $20 nicht in den Park reinzufahren. Aber auf der anderen Seite sind diese Monumente sowieso hier überall um uns herum. Ich muss sagen, dafür muss ich jetzt nicht unbedingt in den Park reinfahren. Jetzt sind wir bei Four Corners. Das ist der Ort, wo 4 Staaten aufeinandertreffen. Und ich dachte eigentlich, hier ist nicht viel los. Aber die Leute stehen hier Schlange, um genau in der Mitte zu stehen und da ein Foto zu bekommen. Ja, das ist ganz nett aufgemacht hier. Ich bin gerade in Colorado und ich glaube, ich mache mal kurz die Runde durch alle Staaten. So, jetzt bin ich 5 Meter weiter auf dem Utah Lookout. Das ist Arizona und zuletzt New Mexico. Und in New Mexico steht auch das Auto. Zuletzt noch erwähnenswert, die Souvenirgeschäfte hier auf jeder Seite verkaufen alle Schmuck. Man sieht Four Corners, gut besucht, der Parkplatz ist voll. I wonder if they also take such an effort if 3 states meet. Probably. They want our money. So, wir haben entspannte 38 Grad, dann können wir ja jetzt weiterfahren. Mesa Verde National Park, wir sind angekommen. Jetzt ist ungefähr 20 nach 6 und ich denke, damit ist es schon zu spät, noch heute in den Park zu gehen. Deshalb werden wir wahrscheinlich morgen reinfahren und uns dann alles angucken. Und wir haben wie üblich eine Zeitschrift und eine Karte zum Park bekommen. So, wir sind wieder rausgefahren aus dem Park und ungefähr 3 Kilometer außerhalb gibt es hier diese Rest Area. Ja, hier machen wir jetzt kurz was zu essen und danach fahren wir zurück in den Ort und übernachten da. Ja, rate mal, wo wir wieder sind. Genau, Walmart. So, wir sind zurück im Visitor Information Center und haben eine Tour gebucht. Und die Touren sind schon ziemlich ausgebucht. Wir haben jetzt eine für 15.30 Uhr. Auf dem Monitor da oben wird angezeigt, wie viele Touren zu der entsprechenden Zeit noch verfügbar sind. Wir haben jetzt 2 Tickets für Cliff House. Wir sind im Park und machen den Mesa Top Loop. Bis hier sind wir jetzt 30 Kilometer gefahren und der Top Loop, wir dachten eigentlich, man läuft den, aber man fährt ihn. Und um das Ganze mal auf der Karte zu zeigen, Cliff House, hier der Bereich, da halten wir uns jetzt auf. Unsere Tour ist für Cliff Palace. Square Tower House. Hier sieht man eine richtige kleine Ortschaft hinter mir. Ich weiß nicht, ob man es hier auf dem Video erkennen kann, aber hier verbergen sich so einige Bauwerke. Also da drüben unter diesem Felsen, ungefähr hier, ist dieses Hauptgebäude. Okay, hier sieht man das Oak Tree House, hoffe ich. Der sogenannte Fire Temple.
Jetzt sind wir unterwegs zu unserer Cliff Palace Tour. Und da unten ist der Ort, den wir gleich besuchen gehen. To me, they're also special for another reason. A couple of my coworkers, when we were introduced, and let's just take a minute to look at it and take it all in. Das war unsere nette kleine Tour, die ist jetzt beendet. Wir sind über drei Leitern wieder aus diesem Canyon rausgeklettert. Zu guter Letzt wollen wir jetzt von Cliff Palace rüberfahren zu Spruce Treehouse. Da gibt es eine Self-Guided-Tour, die machen wir. Spruce Treehouse und hier gibt es Tourguides für die Self-Guided-Tour. Ja, hallo Leute, willkommen zurück. Es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. 2 Tage sind vergangen, ich habe kein einziges Video aufgezeichnet. Aber jetzt geht's weiter. Wir sind hier in Santa Fe, gerade am Visitor Information Center gestartet. Und am Visitor Information Center haben wir natürlich wieder hier ein paar Informationen bekommen, einen kleinen Flyer, was man hier alles gesehen haben muss in der Stadt. Und direkt vor mir ist auch schon die älteste Kirche hier im Ort. Okay, da ist sie, die Wände typisch mexikanisch, zumindest so, wie ich mir das in Mexiko vorstellen würde. So, jetzt wollen wir mal bei einer Messe hier, die auf Latein gehalten wurde, allerdings war der Hauptteil auf Englisch. Ja, und jetzt wissen wir, dass Technologie böse ist und jetzt gehen wir weiter. Und jetzt lassen wir gerade die Loretta Chapel hinter uns. Jetzt laufen wir einmal hier am Plaza vorbei, der auch voll ist mit Souvenirständen. Jetzt sind wir in den Arcades, einfach mal um ein bisschen runter zu kühlen, weil draußen die ganze Zeit ungefähr 35 Grad ist. Ja, das war unser Besuch soweit in Santa Fe. Wir sind immer noch in der Stadt, allerdings jetzt an einem Shopping Center. Ihr wisst ja wo. So, wir machen uns eine Kleinigkeit zu essen. Ich wollte mal ausprobieren, wie diese Minced Meat Wurst schmeckt. Und außerdem haben wir noch die gefrorenen Veggies gekauft. Sieht zugegeben nachher appetitlicher aus als vorher. So, wir waren den ganzen Tag in Santa Fe im Ort. Und jetzt sind wir hier bei McDonald's und planen, wie wir weiter vorgehen. Also, mein Hilfsmittel Nummer 1, der Lonely Planet. Mein Hilfsmittel Nummer 2, das Internet. Nach 2 bis 3 Stunden bei McDonald's steht die Route durch New Mexico. Ja, guten Morgen, Leute. Wir sind schon wieder unterwegs. Da haben wir geparkt und wir stehen jetzt hier an diesem Laundromat. Ja, wir warten nur noch auf den Trockner und dann verlassen wir Santa Fe auch schon wieder. So sieht die Karte von heute aus. Wir sind in Santa Fe und als erstes fahren wir nach Los Alamos, was mit dem Manhattan Project in Relation steht. So, wir sind da, Los Alamos. Ja, wir sind im History Museum angekommen und hier findet man jetzt tatsächlich alles über die Atombombe. Schmackvoll dieser Atombombenkuchen. Ja, das war unser Besuch im Museum und alles, was wir herausgefunden haben über das Manhattan Project, ist, dass in Los Alamos die Atombombe entwickelt wurde und gebaut wurde, bevor sie dann auf Bikini zum ersten Mal detoniert wurde.